Hallo, ich grüße euch. Ich mache mal ein Video außerhalb der Reihe. Ja, bei uns in unseren Organisationen rumort es. Und es habt ihr das sicherlich mitgekriegt in einem von den Videos, 27, dass ich mich gegen gewisse Vorgänge wehre, wenn sie nicht korrekt sind. Ja? Hier geht es konkret um einen Auftrag. Da sollte ich eine Elektroanlage modernisieren, darf ich auch machen. Und das war alte DDR und da waren noch alte Steckdosen drin. Und ja, da wisst ihr ja, dass es Bestandsschutz gibt. Ne? Da wisst ihr, dass die DDR, die ist ja nicht richtig aufgelöst worden. Das heißt, die alten Bestimmungen der Elektrosicherheit hängen im Prinzip in der Luft. Ne? Das hätte im Prinzip die Volkskammer beschließen müssen. Jetzt wird das alles nach BAD-Standard gebaut. Das ist nicht wirklich passiert. Im Prinzip hängt es in der Schwebe, sodass die alten DDR-Anlagen immer noch betrieben werden können. Ja, soweit man das übernimmt. Wenn natürlich irgendein Betreiber sagt, nee, ich will das jetzt alles neu gemacht haben, das ist eine andere Geschichte. Aber solange wie es weiter genutzt wird, in Ordnung ist, spricht erstmal nichts dagegen, dass es noch im Bestand ist. Und um so einen Auftrag ging es. Und da habe ich gesagt, es muss alles raus, wo ein Brandschaden oder eine Gefährdung ist. Ja, und da habe ich auch eine Betriebsuntersagung gemacht. Das darf ich machen, wenn ein Elektrobetrieb mehr macht. Und habe gesagt, das ist so in Ordnung, ja, wenn das hier ordentlich unterhalten wird und regelmäßig geprüft wird. Es gibt halt jedes Jahr so ein Prüfprotokoll, das da gemacht werden muss. Und das dürft ihr nicht weiter verwenden, weil da hängt schon, da sind die Dosen schwarz, da raucht es schon, wenn man da Belastung drauf macht. Da habe ich eine Betriebsuntersagung gemacht. Ja, und da war der Auftraggeber nicht damit einverstanden und hat im Prinzip seine, ja, die Anlagennutzer in Gefahr gebracht. Und ich habe aber eine korrekte Leistung abgeliefert, weil ich muss ja nicht alles neu errichten, was in Ordnung ist. Ich muss aber, was mangelhaft ist, das muss ich beanstanden. Ja? So, das ist mein Recht. Ich darf im Prinzip auch die ganze Anlage stilllegen. Wenn ich der Meinung bin, dass von der Anlage Gefahr ausgeht, darf ich das machen. Muss ich das machen. So, und da wollte er mir meine Rechnung nicht bezahlen. Und dann hat mir noch zusätzliche Leistungen aufs Auge gedrückt, da sollte ich noch gipsen, seit wann muss ich als Elektriker gipsen. Ich erwarte eine weiße Wand und da lege ich mein Kabel lang. Und wenn die nicht da ist, drehe ich auf dem Absatz wieder um und fahre heim. So, ich habe dann natürlich geholfen, das Gips wurde dann zurechtgeschnitten und das Kabel erstmal dort lang gelegt. Und wenn es ein Ding gefällt, muss ich es eben rausmachen und neu machen lassen. Ja? Fertigstellungstermin war meine Anreise. Nun, als ich kam, war es dann in Ordnung. Ja, und da ging das dann so hin und her. Und dann habe ich im Prinzip den Zustand so übergeben, dass es in Ordnung ist. Und dann kam der Maler und hat die Steckdosen abgeklebt beim Malern, sodass die ganzen Schutzkontakte alle voller Farbe sind. Ist ja nur meine Aufgabe. Letztlich habe ich gesagt, es muss auch schon in Ordnung gebracht werden. Entweder es müssen neue Steckdosen rein oder die Schutzkontakte müssen sauber gemacht werden. Das heißt, mit Lösungsmittel, was auch immer. Wobei ich dann würde sagen, neue Steckdosen. Das war dann alles zu viel oder das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das nach meiner Zeit. Und irgendeine Elektrofirma hat dann gesagt, das muss alles raus. Das ist nicht mein Problem. Ich will meine Rechnung bezahlt haben. Und jetzt hat der Auftraggeber im Prinzip 200 Euro unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Vorbehalt der Rückforderung überwiesen an mich. Dann habe ich gesagt, das Geld nehme ich nicht an. Ich erwarte eine ordentliche Bezahlung einer Rechnung. Weil ich muss kein Geld annehmen, was nach Geldwäschegesetz oder Bestechungsgeld riecht. Schon die Vermutung führt dazu, dass es eine nicht absetzbare Betriebsausgabe ist. Und das habe ich reklamiert und habe gegenüber der Organisation, die da ein bisschen mit drinne hängt, weil dieser Auftrag eine Voraussetzung dafür war, dass es weitergeht, für ein Projekt, was wir machen wollten, wo ich immer noch dahinter stehe, wo ich aber eben kein Gemauschel befürworten kann. Also das heißt, wenn eine Elektroanlage gemacht werden muss, darf es über die Sicherheit und über die Ausführungsqualität keine Zweifel geben. Und der geringste Zweifel würde dazu führen, dass eine Revision gemacht werden muss und in Ordnung gebracht werden muss. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Da lasse ich auch keine Luft dran. Da lasse ich auch nicht irgendjemand anders da reinreden, der sagt, ja, das passt schon so. Ja, so, und da habe ich also dann das Schiedsgericht angerufen und habe gesagt, ich würde gerne, dass ihr einen Beschluss macht, dass die Rechnung von demjenigen ordentlich bezahlt wird, weil er gehört ja nun mal mit zu unserer Organisation. Und das wollte er nicht. Und dann haben sie das Protokoll geändert und haben ein geändertes Protokoll, also Dinge reingeschrieben, die ich überhaupt nicht beantragt habe, und in eine andere Verfahrensweise.
Ja, und dann sollte ich das Geld auf ein Konto überweisen, dass mir eine Kontonummer gegeben worden. Das habe ich dann dorthin überwiesen. Und da liegt es seit einem Jahr. Und ich habe gesagt, das muss wieder an den Auftraggeber zurück. Da muss die Rechnung ganz ordnungsgemäß bezahlen. Ja, ich sage es auch nicht, wer es war, in welchem Zusammenhang. Ich will einfach nur den Vorgang erklären. So, und da ist heute eine Sitzung passiert. Da wollten die mir weismachen, ich soll ja diese 200 Euro Bestechungsgeld nehmen. Da habe ich mich geweigert. Dann eskalierte die Geschichte. Da haben sie mich aus der Organisation heute ausgeschlossen, obwohl sie das nicht kennen, weil das Schiedsgericht befangen ist. Weil sie ja selber mit Dringer haben. Die hängen ja in einem Fehlurteil oder einer Fehleinschätzung drin und sind befangen gegenüber meiner Person. Und die können das nicht entscheiden weiter. Aber es ist interessant, dass ich sage mal, die knappe Hälfte wirklich befürwortet hat, so eine unsaubere Sache durchschlagen zu lassen. Und manche sind gar nicht erst angereist, weil die das eigentlich schon ankotzt, schon alleine, dass da drüber diskutiert werden muss. Ich muss das nicht führen. Ich habe eine ganz klare und unmissverständliche Ansage gemacht. Ich werde solches Geld niemals annehmen, in keiner Organisation, wo ich Mitglied bin, wo ich darüber wache. Werden Posten verbucht, die nicht sauber sind. Wird nicht gemacht, es wird zurück abgewickelt und wenn man eben auf das Geld verzichten muss, ist erstmal egal. Es muss sauber laufen, unter allen Umständen. So, und ich lasse das nicht zu und es ist mir auch scheißegal, ob die mich dann ausschließen oder ob die da böse über mich reden und mich als bösen Menschen beschimpfen, was ja letzte Woche passiert ist. Das geht alles an mir vorbei. Ich kann wirklich ruhig schlagen, ich habe ein reines Gewissen in der Sache. Und alles, was ich angeboten habe, ist eine ordentliche Bereinigung, ein Ratenzahlungsplan, was auch immer. Ja, und dann kann man auf der Basis weiterarbeiten. Aber so sehe ich keine Veranlassung, da irgendwas zu beschädigen, irgendjemanden freizusprechen, irgendwas zu bedenken. Muss man vorstellen, da habe ich heute früh ein Einspruchungsprotokoll gemacht, das nicht ordentlich geladen worden ist, weil die Mitgliederdaten in Ordnung sind. Ja, und da wird dann das Protokoll gestreckt und da wird es wieder rausgestrichen und dann wird der Protokollant bedrängt, das nicht ins Protokoll zu nehmen. Und ich verstehe die Welt nicht. Was ist denn das Problem zu sagen, wir haben ja einen Einladungsfehler, wir können die Probleme klären, aber wir sind gar nicht wirklich beschlussfähig. Ja, und dann sagen die, du kannst ja klagen und du kannst ja dies machen und so. Ja, toll. Also wenn ich solche Funktionäre in einer Organisation habe, da weiß ich nicht, da bin ich falsch irgendwie. Dann muss ich auch dann nicht mehr mitmachen. Ich bin mit einer ganz anderen Einstellung angegangen. Ich habe gesagt, wir wollen in dem Land was bewegen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass das, was hier in dem Land nicht in Ordnung ist, und in der Politik und in den Wahlen, ja, die ganzen Wahlprotokolle, da wird das rausgestrichen, da wird darüber abgestimmt, ob das ins Protokoll darf oder nicht. So, das kann ich doch nicht befürworten. Das geht nicht. Und wenn ich das anderen Leuten nicht zugestehe, die in der BRD irgendeine Funktion haben, dann kann ich es in den Organisationen, wo ich nun mal Mitglied bin und wo sie mich ertragen müssen, auch nicht mitmachen. Solange wie ich Mitglied bin und eine Mitverantwortung habe und einen Kenntnisstand habe, muss ich mich darum kümmern, dass alle Vorgänge korrekt sind. Auch wenn das zu meinem Nachteil ist, ist mir egal. Wenn es mich rausschmeißen, ist auch egal. Aber ich muss es reklamieren und dann erwarte ich, dass die Leute, die ähnlich denken wie ich, sagen, jawohl, das muss sauber rückabgewickelt werden. Und dann ist die Sache eigentlich erledigt und da muss man sich auch ein halbes Jahr streiten. Also haben sie ja ein halbes Jahr liegen lassen. Oder fast schon ein Jahr, es ist ja vorigen Sommer gewesen. Sondern da kann man das ordentlich bereinigen. Ja? Und da muss man nicht drüber diskutieren. Die Sache ist eindeutig. Ist auch vom TÜV und von VDE-Vorschriften gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Ja? Das sind ganz klare gesetzliche Vorgaben, an die man sich halten muss. Und jeder, der in der Branche tätig ist und Verantwortung hat, hat das Recht, den Seitenschneider zu nehmen und den ganzen Mist wegzuzwicken. Ohne jede Diskussion. Und dass ich das nicht mache, weil ich eben eine Ausbildung habe, einzuschätzen, was geht und was nicht geht. Und wenn ich sage, es geht nicht, dann geht es nicht. Dann wird das rausgezwickt. So, und ein Betriebnahmestopp verhängt und so. Das darf jeder einzelne Elektriker machen. Jeder Elektriker wird, bevor er sein Facharbeiterzeugnis in der Hand kriegt, darüber belehrt, dass er diese Rechte hat und dass er notfalls auch die Polizei holen muss, um das in Ordnung zu bringen. Und da sich derjenige geweigert hatte, habe ich dann auch eine Anzeige gemacht, weil er der Betriebsstilllegung nicht nachgekommen ist. Verdient Anlagenteile, die nicht in Ordnung sind. Ich will ihn ja nicht ganz blockieren. Er soll ja seine Arbeiter und so weiter, die Baustromversorgung aufrechterhalten. Dass es vom Dauerbetrieb nicht geht, ist eine ganz andere Geschichte. Es ging um eine reine Baustromversorgung. Ja, wenn er der Aufforderung nicht nachkommt und dann anfängt, die Rechnung zu kürzen und mich dann unter Druck zu setzen, dann muss ich sagen, mit solchen Leuten muss ich auch nicht zusammenarbeiten. Das muss ich nicht haben.
Ja, und ich bitte euch auch, wenn ihr selber in irgendwelchen Organisationen drin seid, macht keine Sachen. Nehmt kein Geld an, was nicht sauber ist. Streitet euch bis vors höchste Gericht. Und wenn das jeder macht in diesem Land, dann kommen wir auch in Ordnung rein. Guckt euch die Belege an, ob sie ordentlich unterschrieben sind. Ja, wenn ein Beleg falsch verbucht worden ist oder für einen anderen verbucht worden ist, dann muss es eben korrigiert werden. Das kann man ja alles machen. Dafür gibt es ja ordentliche Regularien. Ja. Ja, und dann gibt es auch kein Problem, da gibt es keinen Streit, dann funktioniert das und da kann man auch vorwärts kommen. Und ich bin eigentlich heute mit dem Anspruch hierher, die Ungereimtheiten zu klären und in Ordnung zu bringen. Aber das ist dann allen nicht wichtig, wie es scheint. Ja, wir müssen dann wieder ein Protokoll rumschreiben und irgendwas beschließen, und wo sie gar nicht beschlussfähig sind, und dann mich rausschicken zur Beschlussfassung, damit sie es dann hinkriegen. Und also, mir fehlen da Worte. Na gut, ich muss das jetzt nicht alles klären. Darf ich auch nicht alles machen. Ich muss mir genau überlegen, was ich sage und was ich weglasse. Aber ich kann nur immer wieder mahnen. Wenn ihr in diesem Land was bewegen wollt, dann müsst ihr es auf eine saubere und ordentliche Weise machen. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwas zu stricken oder das Protokoll gerade zu ziehen, sondern es muss sauber laufen. Und das ist nun mal eine Erfordernis. Okay, tschüss.